Kannst du sowas von knicken, Alter? 13.000 weggeschmissen. Komm, Alter. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Need for Speed Unbound. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. Ich bin wieder offline hingefahren. Im letzten Event haben wir ja mal wieder einen Neustart verbraucht. Für, ich glaube, 850 oder was wir gekriegt haben. Totaler Mist. Na gut, jetzt machen wir ein Duell. Gegen den Porsche. Auf geht's. Sieht aber auch nice aus, der Porsche, ne? Ah, nee. Lol. Nissan. Skyline. Oder ist ein GTR? Oh Gott, ich weiß es nicht. Alter, wie er Gas gibt. Wie er Gas gibt. Ganz schön gemütlich hier vorne. Schon zweite Runde. Oh, ich glaube, das wird nichts. Alter, was ist das für eine Karre, Mann? Dein Geld gehört so gut wie mir. Okay, das ist wohl der nächste Neustart. Alter, wie die Gas gibt. Ist doch nicht dein Ernst. Erneut versuchen, bitte. 13.600, ey. Minus. Was war denn das schon wieder für ein Mist? Ich glaube, ich stoße diese Dreckskarre ab. Das geht ja gar nicht. Komm nicht ran, kannst du komplett knicken. Kannst du sowas von knicken? Thank you.
Kannst du sowas von knicken, Alter? 13.000 weggeschmissen. Komm, Alter. Ja, komm, weiter. Witz ist das, ein Witz. Ja, ab zurück ins Versteck. So, bringen wir läppische 61.000 nach Hause. Toll. Volle Wurst. Mein Kumpel Kevin war heute hier. Blondhaar Kevin? Boxhead Kevin. Der so leicht schielt? Nein. Das ist Krummauge Kevin. Du kennst echt viele Kevins. Kevin hat mir von einer Werkstatt erzählt, die von den Bullen gefilzt wurde. Die haben den Laden dicht gemacht. Einfach so. Das ist bestimmt irgendeine heruntergekommene Bude, die verpfiffen wurde, weil die krumme Dinger gedreht haben. Das betrifft uns nicht. Stimmt. Wir sind sauber. Sagt sogar unser Opossum. So, jetzt noch mal gucken, was wir hier einbauen. Ist alles nicht gerade günstig. Diesen, weiß nicht, Offroad-Reifen vielleicht mal. Kupplung. Aber schon das Beste. Hier gibt es auch nichts Besseres, glaube ich. Nein. Na gut. Dann machen wir mal die ECU. Oh, die kostet 42.000, ne? Klingt aber auch ein gutes Stück was. Okay, wir machen ECU. Dann haben wir noch 326, 328. Nehmen wir den Sportfilter. Sportluftfilter. So, mehr geht jetzt aber wirklich nicht. Gut. Next. Wir müssen noch 100.000 ansparen. Takeover in A+. Hauen wir direkt raus. Wieso? Hast du mehrere? Wow. Ach, das war doch nur so dahingeredet. Hast du Zeit, deinen Testarossa aufzugabeln? Weiß nicht. Kann ich darin mit offenem Dach eine Küstenstraße entlangrasen und dabei Synthwave hören? Jetzt, wo du's sagst. Ich kenne da wen, der seine Sammlung von Autos aus alten Arcade-Spielen vervollständigen will. Und das fehlt als letztes noch. Siehst du? Das schreibt sich wie von allein. Ja. Sowas in der Art. Gut, da ist mal kein Rennen. Dann machen wir mal wieder so ein... eine Testfahrt. Da ist er schon. Hinten drinne. Oh, nice. Okay, was müssen wir machen? Ferrari Testarossa Coupé 84. Hübsch.
Hängen die Cops ab. Unbeschädigt, 15.000. Na toll, in Stufe 5. Geil. Na los, hol dir diesen Street Racer von der Straße! Okay, ein Testarossa, der im Privatmuseum von einem reichen Arschloch landet. 10 Personen an Verhör. Undercover ist da, Team. Zentrale hier. Zielfahrzeug wurde zuletzt im Yams Park gesehen. Zentrale hier, Interceptor. Nehmen die Verfolgung auf. Eiratwagen auf der Jagd. Weiß nicht, wie lange wir noch folgen können. Zentrale hier. Straßensperre bereit. Der ist aber auch gut fix unterwegs, wa? Shit, der Wagen wurde heftig gerammt. Verdächtige Person zuletzt in Duncan Bay. Tankstelle nehme ich jetzt noch nicht mit. Machen wir erst, wenn wir die Cops abgeschüttet haben. Ah ne, wir fahren ja bloß auf 4. Okay, cool. Sich jetzt erst. Und dann könnten wir es wahrscheinlich doch schaffen. Zielfahrzeug fährt Richtung Seabass Ski Resort. Finde diesen Okay, das soll das gewesen sein.
Nice. Naja, die 15.000 Geldspritze haben wir gebraucht. Tausender Eventkatze stecken lassen. Das hier wollten wir machen, ne? Aber wir sind gerade hier unten. Na, dann machen wir hier das Takeover. Ey, super Arbeit! Der Kunde meinte, das Auto sieht mehr oder minder perfekt aus. Es ist nicht einfach, ein Auto in perfektem Zustand zu besorgen. Sowas ist immer gefährlich und kann schiefgehen. Wir lieben halt die Gefahr. Wir? Ich esse gleich Sushi von vor 5 Tagen, also definitiv wir. Ganz ehrlich, es macht mich krank, dass so ein Auto irgendwo in einer Garage verstauben wird. Wir besorgen die Teile bloß. Geht uns nichts an, was die Kunden damit machen. Besorgen? Hm. Was? Das Einzige, was hier besorgt wird, sind ein Haufen absurd klingender Geschichten. Das tat weh, Speedy. Tut mir leid. Quatsch, ich höre dir schon eine Weile nicht mehr zu. Bei Dell's Rides? Wen soll ich fahren? Anetschka hier. Du rettest mich vor den scheiß Bullen, richtig? Wird klar. Wo finde ich dich? Ja, machen wir aber doch erstmal noch ein SOS, was gerade dazwischen gekommen ist. Meine Güte. Hi. Nieder mit den Mächtigen. Vermeide die Cops. Schauen, ob wir das schaffen. Hi. Keine Sorge. Hab's im Griff. Deine Zuversicht in ihn. Aber wir werden sehen. Weißt du, den müssen wir kurz noch vorbeifahren. Dies sind dunkle Zeiten. Was ist passiert? Der ewige Streit zwischen Selbstausdruck und Vormundstaat. Engstirniger Bullshit. Verstehe. Wo kann ich dich absetzen? Mein Safehouse. Kein Problem. Die Cops machen ganz schön Druck. Weil Stevenson ihre Hunde an der kurzen Leine hält. Wuff, wuff. Husch, husch. Lästige Hündchen. Stevenson ist echt mies, oder? Wie das lustige Mädchen sagt, vielleicht sollte das LPD die Kriminellen im Auge behalten, die diese Straßen beherrschen. Und nicht die, die schnell auf ihnen fahren. Vorsicht! Wie lange wohnst du schon hier? Immer ich. Weißt du, was ich an Lakeshore liebe? Es ist lebendig, authentisch, nie langweilig. Die Stadt? Die Stadt, ja. Aber diese Lebendigkeit kommt nicht vom Asphalt. Sie lebt durch ihre Bewohner, durch unsere Community. Finde ich gut. Ich sag das nicht einfach so. Ich sag das, weil es die Wahrheit ist. Die Polizei hat keine Community. Ihre Stärke liegt in der Angst. Und Angst setzt sich niemals durch. Warum wurdest du verfolgt? Stevenson hält sich für eine Ikone. Das schlagende Herz von Lakeshore. Sie gab uns ein Plakat. Ich färbte es rot. Ganz schön gewagt. Ich bin ihn entwischt. Und jetzt werde ich gesucht. Ich bin jetzt quasi auch berühmt. Und jeder einzelne Bulle will mich auf dem Silbertablett servieren. Aber wenn sie sich an mir mal nicht die Zähne auspacken. Ja, richtig? Ja, meine Werkstatt mit all ihren wunderbar seltsamen Gerüchen. Du bist hier ebenfalls willkommen. Danke, Anetschka. Wir sind jetzt eine Community. Aber denk nicht, dass ich mich zurückhalte. Es gibt immer noch Rennen zu gewinnen. Mach's gut. Okay. Kannst mich ja ruhig auch mal gewinnen lassen. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir wieder hier hin. Meine Güte. Müssen wir wieder dahin fahren. Toll. Okay. Next. Letztes Event für diesen Part. Takeover. Das müssen wir jetzt wirklich schaffen. Takeover. Wenn ich das jetzt verkacke, du. Ich glaube, dann deinstalliere ich das Game.
is the test to see who's the best. Let's see who got the whole city on lock. Rev up, gear up, burn out. Let's go. Okay, was eine krasse Strecke. Wir haben es ja schon easy, zum Glück. Das war wirklich easy. That's how you do it. See, I was rooting for you too, man. You made me proud. Yeah. Gut Kohle gemacht. Alles klar. Dann sind wir aber jetzt hier auch schon am Ende. Damit sage ich mal wieder recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns in einem der nächsten Parts von Need for Speed Unbound oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.